der dabei, ich kaufe heute. Gut, die Wassereimer kommt dann da rein. Gut, haben aufgefüllt. Jetzt legen wir hier das Rezept parat. Na. Und die Glaspanes. Und er sollte jetzt arbeiten. Was macht in der Zwischenzeit der Squeezer? 1280 Millibuckets. Jetzt haben wir hier Magic Wax, Honey Drops und Beast Wax. Honey Drops können wir jetzt hier zu Katalysten machen. Keine Ahnung, was das ist, muss ich mich halt erkundigen. Können wir auch zu einer glisterigen Mel machen oder mit einem Brot zu Honey Slice. Dieses Honey Slice gibt normalerweise. Lasst mich überlegen. Normalerweise sollte das 4 Coin wieder geben, weiß ich jetzt nicht. Ich schätze mal, dass es nicht so viel gibt durch Hunger Overhaul. Ja, man kann Briefmarken machen oder ein Honeypot. Und jetzt fällt mir auch mal das ein, wir hätten gar nicht hier Zellen machen müssen, aber naja. Weil man kann auch hier mit diesem Beast Fix, ich weiß ja gar nicht, ob das mit dem Magic Fix auch geht. Oh, geht sogar. Wir können nämlich damit Pipes healen für Fluid Pipes machen, brauchen wir nicht, aber wir können Fackeln machen und Wachskapseln. Machen wir uns dann mal ein paar Wachskapseln. Also drei. Sehr schön, haben wir. Das Ganze wird, kann man dann auch nochmal automatisieren, die Bienenzucht. Wie das geht, werde ich euch nochmal zeigen, hat mir damals Trivolo beigebracht. Der Bierleiser ist jetzt auch fertig. Ich kann das Rezept hier mal löschen. Schauen wir uns mal den Bierleiser an. Der Bierleiser. Bierleiser. Supply bee and provide honey or honeydew as a pacifier. Übersetzt. Hier kommt die Biene rein. Hier kommt ein Honeydrop rein. Und wir können die Bienen analysieren. Hat er nahe gesagt. Gut, da haben wir jetzt den Honigstropfen drin. Schauen wir mal hier rüber. Wie weit ist die? Oh, da. So, nehmen wir mal die Marshy Queen hier raus. Gehen auf den Bierleiser und schauen wir uns die mal an. Hm, okay. Hier sieht man Spezies Marshy. Eine kurze Lebenszeit, langsame Arbeitszeit, langsame Pollination. Blumen braucht die Mushrooms. Dann können wir hier nochmal schauen. Klima und alles, ob die tags oder nachts arbeitet oder auch in Höhlen. Dann sehen wir hier die Produkte von der Biene. Die möglichen Mutationen sind jetzt als Fragezeichen, weil wir noch keine Mutation haben. Und am Ende eine Klassifizierung, aber sagt mir bitte irgendwann mal, was das bedeutet. Gut, also übersetzt, wir brauchen für die Marshy Queen Pilze. Schauen wir mal, ob wir Pilze zu Hause haben. Ansonsten kann man ja irgendwo nochmal unter dem Schuh nachschauen oder in dem Schuh. Sind sie auch allseits beliebt. Boah, Alter, würde ich wieder widerlich. Ich habe schon eine an der Waffel. Hier sind keine Pilze. Nope. Jetzt sag mal nicht, wir haben keinen Mushroom. Ist ja jetzt ein bisschen sehr doof. Ah, sehr schön, da haben wir schon. Hoffen wir mal, dass da dunkel genug ist. Ansonsten machen wir da mal so Trick 71. Weil hier drüben ist es ja auch noch dunkel. Oder wir könnten da eine kleine Behausung bauen. Schauen wir mal, ob das geht. Nee. Gut. Bauen wir das halt mal kurz ab. Stellen es hier hin und nehmen einen Stonebrick darüber. Das ist immer noch zu hell. Gut. Machen wir ein klein wenig Terraforming.
Wer doch gelacht, wenn wir Minecraft nicht ausgetrickst bekommen. Haha. Wenn wir sie jetzt reintun, sollte sie auch nicht mehr rumzicken. Und es sieht gut aus. Ich muss zugeben, ist jetzt nicht die allerbeste Lösung, aber kann man mal machen. Man kann die Bienen später nochmal schöner gestalten. Ja, dazu kommen wir irgendwann mal, vielleicht ist er nochmal wieder crazy dabei. So, ich kann euch nochmal zeigen. Wir haben ja jetzt da drüben die Midos. Kriegen wir noch unsere Midos-Hive, einfach mit einem Scoop war das, meine ich. Jawohl. Hier so ein Scoop von Forestry, einfach Sticks und Wolle. Natürlich gibt es auch wieder was von Gregtech, einfach Wolle mit Aluminium-Rods. Oder halt von Gendustry. Da muss ich mich auch nochmal reinlesen. Halt ein Scoop mit einem Diamanten und einem Power-Mod. Wow, okay. Ja, kann man ja auch mal machen. Wir wollen jetzt auf jeden Fall auf die Needles Piece mal gehen. Wenn wir uns das dann hier mal anschauen. Die kann man Motatron, bla bla bla. So, dann die Forest, eine Forest Princess mit einer Midos Drone am Züchten sind, können da manchmal Common Princess rauskommen. Auf die wollen wir dann halt mal gehen. Dann können wir mit einer Common und einer Forest eine Cultivated machen. Mit einer Common und einer Cultivated eine Noble. Und mit einer Noble und einer Cultivated eine Majestic. Und mit einer Noble und einer Majestic können wir eine Imperial. Und darauf wollen wir. Weil diese Imperial bringen Royal Jelly. Und Dripping Combs. Dripping Combs bringt Honey und Honeydew. Aber dieses Royal Jelly wollen wir für 1. Wenn wir uns mal die Rezepte anschauen, brauchen wir hier für die MT Serum. Serum, weiß nicht genau, was das Messer ist. Und wir brauchen es für das hier. Da brauchen wir damit Pollen und ja, Bienenwachs ordentlich. Und dann halt mit Lucius. Ich wollte schon sagen, das ist wieder am Rumzicken. Da kommt Honig rein, flüssiger Honig. Dann kriegen wir diese Scented Panelings. Jetzt fragt euch bestimmt, wofür man die braucht. Die Scented Panelings bräuchte man für das hier. A-Stück mit einem Impregnated Casing, weiß man ja alles, wie es geht. Und man bekommt den Elvery. Der Elvery ist ein Multiblock, wo man halt die Bienen reinhauen kann. Da gibt es dann nochmal Zusatzprodukte, wie hier den Swarmer, Elvery Fan, Elvery Heater, Elvery Hygro Regulator, Elvery Stabilizer, Elvery Sieve, den Mutator, Frame Housing, Rain Shield und den Elvery Lightning. Mit dem Lightning kann man zum Beispiel die Bienen verarschen. Es ist nachts, du haust die Bienen rein. Hey, es ist doch dunkel. Nö, nö, da ist ein Lightning, das ist Tag, da arbeitet er. Ja, okay. Rain Shield kann man sich auch schon denken. Bei Regen arbeiten Bienen. Mutator kann man sich auch bestimmt schon denken. Beim Mutator sorgt dafür, dass die Mutationschance höher ist. Framehousing und so kennt mich jetzt noch nicht so richtig aus, muss ich wirklich mal alles reinlesen. Wenn wir uns mal die Bienen anschauen, was da alles Feines gibt. Eine Honeycrystal, okay. Wir wollen aber später mal. Ach, ich darf ja auch nicht Bier eingeben, ich wollte. Gehen wir mal auf Drone. Gibt sowas wie Lapis Drones, die produzieren dann. Hier in der Lapis Comp, da sind dann 6 Lapis drin. Aber. Na. Kann man nochmal zu einer Emerald Queen machen oder einer Diamond Queen. Die produziert dann zu 1% der Diamond Comp, das ist ein Diamond Fragment. Und aus 9 Diamond Fragments kriegt man Industrial. Dann gibt es noch die Withering, was ist das noch? Jawohl, die Withering Princess. Das ist eine Witherbiene. Die produziert Witherskeletten Bone Chips. 9 davon sind ein Witherskeletten Skull Fragment und 6 davon sind ein Witherskeletten Skull.
Ja. Ja, hier sieht man jetzt schon, oh, es ist wieder Nacht. Das ist halt so ein Nebenfaktor. Ich lege mich gerade schlafen. Nee, ich will nicht im Bett vorne setzen, ich will nur schlafen. Das ist halt das Problem, wenn die Bienen da noch nicht im Aviary sind. Die arbeiten halt dann schon was seltener. Und hier sieht man jetzt auch schon, es werden Blumen gesetzt. Und zwar, wenn man hier mal guckt, ich weiß noch nicht, ob die ausschwärmen. Schauen wir mal so drauf. Ah, manchmal sieht man da also wirklich so ein paar Bienchen rausfliegen. Moment, muss mal kurz einen Takto. Ja, eine Höhe fressen, einen Tanko fressen. Manchmal kommen da hier die Bienchen rausgeflogen und die bestäuben jetzt ja halt die ganze Ebene. Das heißt, wir haben bald jede Menge Blümchen. Da sieht man jetzt auch schon, die Bienen sind fertig, da ist keine Wabe rausgekommen. Die kommt dann halt wieder rein. Eine Drohne wird geopfert quasi und eine Queen haben wir wieder. Und das geht jetzt so immer weiter. Würde ich sagen, das war's dann für diese Aufnahme. Falls euch diese Aufnahme gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Kritik, Anmerkungen, alles in die Kommentare. Schaut doch auch mal beim Bakerman vorbei oder beim Street Digger oder beim Trivolo. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Technik SMP, aber die Version 2.